Spezielle Lebensader, die nach 100 Jahren im Bau endlich massive Felsen und stickige Sümpfe durchschnitt. Kommen Sie an Bord, erkunden Sie die Wasserstraßen der USA bei Moderne Wunder. Heute wird der Hauptanteil des kommerziellen Verkehrs auf Straßen abgewickelt. Den Lebensadern der pulsierenden Wirtschaft Amerikas. Milliarden Tonnen von Gütern werden auch auf den Schienenwegen des Landes transportiert. Fast wie in der Hochzeit der Eisenbahn im 19. Jahrhundert. Aber vor 200 Jahren, als sich das Leben in Monaten und nicht wie heute in Minuten gliederte, wurden Rohstoffe und Güter langsamer bewegt, auf Amerikas stillen Wasserstraßen. Diese entfernte Ära ist auf dieser Lebensader der Ostküste, die sich von Boston bis nach Key West erstreckt, noch zu spüren. Auf dem Atlantic Intracoastal Waterway. Für mich ist der Intracoastal Waterway die I-95 des Schiffsverkehrs, die Bewegung von Nord nach Süd und umgekehrt ermöglicht. Der Atlantic Intracoastal Waterway ist ein System von Flüssen, Meerengen und Buchten, die durch eine Reihe von Kanälen verbunden sind und so enorme Abkürzungen entlang der Ostküste ermöglichen. Schutz vor dem Atlantischen Ozean bietet eine zerklüftete Kette vorgelagerter Inseln, die eine ruhigere Passage für den Schiffsverkehr garantieren. Hunderte von Brücken kreuzen den Wasserweg, diese lebenswichtige Verbindung vom Festland zu den natürlichen und künstlichen Inseln oder Halbinseln. Die Brücken dienen hauptsächlich dem Autoverkehr, sind aber auch für den Schiffsverkehr von Bedeutung. Feste Brücken mit einer Mindesthöhe von 20 Metern lassen auch große Schiffe passieren. Niedrigere Brücken schwingen zur Seite, heben sich oder werden hochgezogen. Je nach Konstruktion, um den Schiffsverkehr durchzulassen. Diese Brücke am Albemarle and Chesapeake-Kanal wird als Doppelzugbrücke bezeichnet. Das ist die neueste Brücke über den Waterway. Diese hochmoderne Konstruktion hat rund 40 Millionen Dollar gekostet und sie wird vollständig per Computer gesteuert. Es gibt hydraulische Pumpen, 4 auf jeder Seite. Die Brücke wird damit im Normalfall bis zu 68 Grad weit geöffnet. In einem Punkt unterscheidet sich der Intracoastal Waterway von anderen Erzeugnissen amerikanischen Ingenieurwesens. Er ist nicht das Resultat eines einzelnen Projekts, das innerhalb weniger Jahre abgeschlossen wurde, sondern das Ergebnis von verschiedenen Arbeitsschritten, die sich über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren gezogen haben. Der Kanal entspringt in Boston, Massachusetts. In Richtung Süden geht es durch den Cape Cod-Kanal und eine Anzahl von Meerengen und Buchten entlang der Küste von Rhode Island, Connecticut und New York. New Jerseys mittlerweile stillgelegter Delaware and Raritan-Kanal war das nächste Glied im System. Heute folgt der Intracoastal Waterway der Küste von New Jersey, umrundet Cape May und ändert seine Richtung nach Norden, den Delaware River, hinauf. Dann teilt er Delaware und Maryland durch den Chesapeake and Delaware Kanal in die Bucht von Chesapeake. Von dort führt er weiter südlich, durchschneidet Norfolk, Virginia und fließt nach North Carolina, wo er der Küstenlinie beider Carolinas von Georgia und Florida bis zu seinem Ende in Key West folgt. Der Schifffahrtindustrie bieten die Kanäle des Atlantic Intracoastal Waterway eine Route, die von wesentlicher Bedeutung für den Containertransport ist. 1780, also bevor es diesen Inlandswasserweg gab, war die Ostküste noch eine zerklüftete Kette von Flussmündungen, Meerengen und Buchten. Die einzige Alternativroute bot der Atlantische Ozean.
Doch sein heftiger Wellengang und die Strömungen beschädigten zahlreiche Schiffe oder verursachten ihren Untergang. Niemand kannte die Gefahren des Atlantiks besser als die Kaufleute von North Carolina. Gefährliche Gewässer umgaben die drei Kaps von North Carolina: Cape Fear, Cape Lookout und Cape Hatteras, das unter Seeleuten auch Friedhof des Atlantiks genannt wurde. Seefahrer hatten damals weder eine verlässliche Route nach Norden noch zu den Staaten im Süden. Es musste erst ein Inlandskanal gebaut werden, um den Ozean zu umfahren. 1792 versprach eine Firma aus North Carolina, dies zu tun. Ihre Route kreuzte jedoch eine unwirtliche Sumpfgegend mit dem unheilvollen Namen Great Dismal Swamp. Niemand weiß genau, wie der Sumpf zu seinem Namen kam. Der erste schriftliche Eintrag im Tagebuch von Colonel William Byrd schildert, wie er einen 15 Meilen breiten, düsteren und öden Sumpf durchquerte, gänzlich ungeeignet für tierisches oder gar menschliches Leben. Das ist wohl hängen geblieben. Er war zwar trostlos, doch der Dismal Swamp hatte auch einen Vorteil. Drei Jahrzehnte zuvor hatten ihn Landvermesser sorgfältig kartografiert. Einer dieser Landvermesser war der ehrgeizige Kolonist George Washington. What I have today is a surveyor's compass with a Jacob's staff. Was ich hier habe, ist ein Landvermesserkompass mit einem sogenannten Jakobsstab, wie ihn wahrscheinlich auch George Washington benutzt hat. Der Jakobsstab wird fest in den Boden gesteckt, dann wird der Kompass montiert und angeglichen. Sobald der Landvermesser bereit war, konnte er seine Basislinien durch die seitlichen Arme anvisieren und dann die Richtung am Zeiger des Kompasses ablesen. Nach der Ausrichtung des Kompass maßen zwei Helfer mit einer etwa 9 Meter langen Kette die Distanz von einem Punkt zum anderen. Dann gingen die Männer mit der Kette voraus und markierten immer wieder den Punkt am Boden. Für Washington und seine Landvermesser bedeutete das 111 Messungen mit besagter Kette, um auf rund einen Kilometer zu kommen. Aber Washington hatte größere Pläne, als nur diesen Sumpf zu vermessen. Obwohl viele das Gelände unwirtlich fanden, vermutete er unter dem trüben Wasser des Sumpfes fruchtbaren Boden für die Landwirtschaft. 1763 half Washington dabei, eine Firma namens Abenteurer für die Trockenlegung des Sumpfes zu gründen. Von Dismal Town aus wollte seine Firma den Sumpf trockenlegen und kultivieren. Sie fragten sich also, wohin mit dem Wasser, und ein Graben wurde angelegt, um einen Abfluss zu schaffen. Washingtons Graben existiert noch immer, aber diese und andere Entwässerungsstrategien konnten den Sumpf nie schneller austrocknen, als die Natur ihn wieder auffüllte. Schlussendlich gab Washington sein Projekt auf. Dreißig Jahre später, 1793, erhoffte man sich einen glücklicheren Ausgang. Der neue Kanal sollte an der Mündung des Elizabeth River in Virginia starten, dann 35 Kilometer dicht bewaldeten Sumpf durchqueren und schließlich in die Meerenge von Albemarle in North Carolina fließen. Mithilfe des Kanals wollte man Handelsschiffe anlocken, die eine sichere Alternative zu den gefürchteten Gewässern vor den Kaps suchten. Es war vorgesehen, dass jedes Schiff eine Gebühr für die Benutzung zahlen musste. Entlang der Kanaldämme strömten von lokalen Plantagenbesitzern angeheuerte Sklaven in den Sumpf, nur mit Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren ausgerüstet. Zunächst hatten sie Schwierigkeiten, den Erdboden wegzuräumen. Dann alles, was seit Urzeiten von den Bäumen gefallen war, und später natürlich deren Wurzeln. Nachdem sie durch diesen Morast hindurch waren, stießen sie auf leichter zu entfernenden Torf und Moos und darunter auf Sand. 15 Jahre immer wieder unterbrochener Bemühungen ergaben einen 35 Kilometer langen, weniger als 5 Meter breiten und nur 45 Zentimeter tiefen Kanal. Das war immerhin genug für Lastkähne ohne großen Tiefgang, also wurde der Kanal 1805 eröffnet.
Der geringen Tiefe und den deshalb unbefriedigenden Gewinnen des Kanals zum Trotz sah eine einflussreiche Person hier ein großes Potenzial. Amerikas Finanzminister Albert Gallatin. Er erklärte, dass ein Kanalsystem der Schlüssel für eine gesunde Wirtschaft wäre. Gallatin hatte beobachtet, dass von Boston bis Beaufort in North Carolina lediglich 4 Landzungen einer weiterführenden Inlandswasserstraße im Weg waren. Cape Cod in New Jersey, das Land zwischen Raritan und Delaware River, die Halbinsel zwischen Delaware River und Chesapeake Bay und das Marschland des Dismal-Sumpfs. Wenn Kanäle durch diese Landzungen gebaut würden und der Dismal-Swamp-Kanal einbezogen werden könnte, bekäme Amerika eine Inlandspassage, die fast halb so lang wie die gesamte Ostküste wäre. Er hatte im Gefühl, dass mit einem perfekten Transportweg von A nach B das Land und sein Wohlstand wachsen und Amerika erheblich gestärkt werden würde. Trotz dieser guten Aussichten hatte Gallatin einen ernstzunehmenden politischen Gegner in Präsident Thomas Jefferson. Thomas Jefferson war ein Gegner des Föderalismus. Er war gegen die Förderung von Straßen und Kanälen in den Bundesstaaten auf Kosten der Staatskasse. Es mussten 2 Jahrzehnte vergehen, bis sich der politische Wind drehte. Auch wenn Gallatins Plan nicht umgesetzt wurde, setzte der Staat Arbeitskräfte ein, um den Dismal Swamp Kanal zu vergrößern. Sie verbreiterten mit ihren Handwerkzeugen den Kanal auf 12 Meter und vertieften ihn auf 1,80 Meter. Unter den ersten Transportgütern waren auch Dachschindeln aus dem Holz der Sumpfbäume. Dachschindeln gingen hier in ganzen Schiffladungen raus, meist in die Städte im Norden wie Baltimore, New York und Philadelphia. Dort wurden sie für Dach- und Hausverkleidungen benutzt. Der Kanal florierte 30 Jahre lang, aber in den 1850er Jahren, als die Dampfkraft in die Jahre gekommen war, flaute der Handelsverkehr ab. Dampfbetriebene Schlepper und Schiffe konnten zwar mehr Lasten befördern, brachten größeren Profit, hatten aber auch einen größeren Tiefgang. Darauf lieferte der Dismal Swamp Kanal keine Antworten. 1856 ging eine konkurrierende Firma in die Offensive. Die sogenannte Albemarle und Chesapeake Canal Company begann mit Arbeiten auf einer Route parallel zum Dismal Swamp Kanal. Dampfbetriebene Bagger gruben tiefere Kanäle für die größeren Schiffe. Nach 3 Jahren Bauzeit wurde der Albemarle und Chesapeake Kanal 1859 eröffnet. Bis heute wird er von Handelsschiffen befahren, während der Dismal Swamp Kanal nur noch Erholungszwecken dient. Der endgültige Misserfolg des Dismal Swamp Kanals brachte einige Privatunternehmen dazu, das Schaufeln aufzugeben. Aber ein anderer Kanal weiter im Norden brachte andere dazu, erneut zu graben. Der Erie-Kanal, der in jeder Hinsicht unerhört profitabel war, ließ einige Privatunternehmen wieder in Kanäle investieren, obwohl die US-Regierung sich überhaupt nicht für die Wasserstraßen engagierte. Der Erie-Kanal, der Albany mit Buffalo im Staat New York verbindet, entfachte eine regelrechte Kanalmanie. In dieser Zeit wurden unzählige Kanäle in den USA gebaut. Obwohl die Staatsregierung Albert Gallatins Vorschlag für einen Inlandswasserweg entlang der Atlantikküste vereitelt hatte, versuchten bald ambitionierte Geschäftsleute, auch noch die 3 fehlenden Kanäle zu realisieren, die er einst im Sinn gehabt hatte. Der Chesapeake and Delaware Kanal teilt die Staaten Delaware und Maryland und ist der älteste Kanal des Intracoastal Waterway, der durchgehend genutzt wurde. Damit dient er der Schifffahrt seit über 150 Jahren. Der C&D-Kanal ist die Hauptverbindung zwischen der Delaware und der Chesapeake-Bucht. Das meiste Benzin für die Ostküste der USA kommt durch diesen Kanal. Mehr als 11.000 Handelsschiffe fahren jährlich unter den wachsamen Augen des Schiffsverkehrsleiters hier durch den Kanal. Ich bin für die Kontrolle des Verkehrs im Kanal zuständig.
Wenn ein nach Osten fahrendes Schiff hereinkommt, weisen wir es auf alles hin, was westwärts unterwegs ist. Es gibt entlang des Kanals 9 Kameras, die wir neigen und schwenken, rein und raus zoomen können. Wenn wir einem Schlepper durchgeben, dass er auf ein Schiff bei der St. George's Brücke treffen wird, können wir das auch kontrollieren. Die St. George's Brücke ist eine von 4 Brücken, die über den Kanal reichen. Eine fünfte, die für die Eisenbahn, ist eine Hubbrücke. Sie fährt zweimal am Tag herunter, was nur eine geringe Zeitverzögerung für die Kapitäne bedeutet. Die Zeit war auf dem C&D schon immer essentiell. Die Schiffe nutzten schließlich den Kanal, um so viel wie möglich davon einzusparen. Bevor der C&D-Kanal eröffnet wurde, hatten Schiffe, die den Hafen von Baltimore verließen, eine Route voller Umwege vor sich. Sie segelten nach Süden entlang der Bucht von Chesapeake und um das gefährliche Cape Charles, dann weiter im offenen Atlantik bis nach Philadelphia, New York und Boston. Ein knapp 23 Kilometer langer Verbindungskanal zwischen Delaware River und Chesapeake Bay würde diese Reise um mehr als 800 Kilometer verkürzen. 1824 nahm die in Privatbesitz befindliche C&D Canal Company die bauliche Herausforderung an. Am westlichen Ende des Delaware River begannen erneut 2500 Männer, ausgestattet mit Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren, zu graben. Nachdem die Arbeiter sich ihren Weg durch 13 Kilometer Marschland gebahnt hatten, erwartete sie das größte Hindernis, eine Anhebung, die den Namen The Deep Cut erhalten sollte. Ihre Aufgabe bestand darin, 24 Meter Erdreich auf einer Länge von fast 5 Kilometern abzutragen. Wir sind hier in der Gegend des Kanals, die als Deep Cut bekannt war. Hier war die höchste Erhebung und die meiste Erde abzutragen. Eimer wurden bis auf den Grund des Grabens abgelassen, wo die Männer mit ihren Schaufeln und Spitzhacken diese Eimer mit Erde füllten. Maultiere zogen die Eimer über die Köpfe der Männer hinweg an einem Seil nach oben auf die Böschung. Die Erde wurde dann über Seilzüge und ein Gerüst auf Wagen entleert und weggefahren. So sehr sie sich auch bemühten, konnten die Kanalarbeiter einen so tiefen Graben über eine so lange Strecke nicht ausheben. Also entwickelten die Ingenieure eine innovative Lösung. Sie bauten 4 Schleusen, die die Abschnitte des Kanals umschlossen und als Wassertreppe umfunktionierten. Die Entwicklung dieser Schleusen war eine Sache, sie effektiv einzusetzen eine andere. Es gab erhebliche Probleme, genügend Wasser in die Schleusen zu leiten. Und deshalb wurden zu diesem Zweck Pumpen gebaut. Eine der Pumpstationen hatte ein riesiges Wasserrad aus Zypressenholz, das über einem 7 Meter tiefen Brunnen von 2 Dampfmaschinen eingefasst wurde. Wenn diese Maschinen liefen, bewegten sie eine Kurbelwelle, die das Rad drehte. Die 12 Kübel am Rad beförderten das Wasser aus dem Brunnen fast 5 Meter nach oben und entleerten sich in eine künstlich angelegte Rinne, die zur Schleuse führte. Das Rad konnte ca. 76.000 Liter Wasser pro Minute fördern. Sobald das Wasserlevel der Schleuse auf gleicher Höhe mit dem Kanal war, konnte das Boot ausfahren. 1829, 5 Jahre nach Baubeginn, schlossen die Kanalbauer ihre große Grabung ab. Am 4. Juli wurde der C&D-Kanal für den Schiffsverkehr geöffnet. Die knapp 23 Kilometer lange Wasserstraße war 3 Meter tief und 11 Meter breit. Sobald der Kanal geöffnet war, nutzten ihn Kaufleute aus Baltimore und Philadelphia sehr häufig. Vielerlei Waren wurden durch den Kanal geschifft. Weizen, Mehl, Holz, vor allem Bauholz und sogar Whisky. Der C&D wurde bis zur Jahrhundertwende sehr effizient genutzt. Dann ließen Dampfkraft und später Dieselantrieb die Größe der Schiffe drastisch ansteigen. Diese Generation größerer Schiffe passte nicht mehr durch den engen und flachen Kanal. Den Kanalbetreibern fehlte das Geld, um ihn zu vergrößern. Der amerikanische Kongress schaltete sich ein, da er den Kanal für unterbewertet erachtete. 1919 erwarb die Regierung der Vereinigten Staaten den Kanal mit dem Plan, ihn zu verbreitern, zu vertiefen und seinen Wasserstand auf die Höhe des Meeresspiegels zu bringen.
Natürlich hatten sie moderne Maschinen, moderne Bagger, die ganze moderne Ausrüstung, die nötig war, um den Kanal zu vertiefen und zu verbreitern. Dieser wandelte sich von einem gerade 3 Meter tiefen und kaum 11 Meter schmalen Kanal mit kleinen Schwenkbrücken zu einer großen 13 Meter tiefen und 137 Meter breiten Wasserstraße mit modernen Riesenbrücken. Was für ein Fortschritt! Selbst in seiner bescheidenen früheren Form war der Chesapeake and Delaware Kanal bereits ein Meilenstein. Als er 1829 eröffnet wurde, machte er zusammen mit dem Dismal Swamp Kanal die Hälfte der von Albert Gallatin beabsichtigten 4 Kanäle aus, die der Kongress 20 Jahre zuvor abgelehnt hatte. 1830, mitten im Zeitalter der Kanalmanie, machte sich noch ein weiteres Unternehmen daran, auf Gallatins Vision aufzubauen. Die Delaware and Raritan Canal Company. Der Delaware and Raritan Kanal wurde vor allem für den Transport von Kohle, eines der Hauptexportgüter des Staates Pennsylvania, konstruiert. In den kommenden Jahrzehnten speiste Kohle die Industrie in Amerikas Zentrum der Moderne, New York. Aber in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts mussten Schiffe, die Kohle von Philadelphia nach New York transportierten, über 480 Kilometer zurücklegen. Ihre Route führte den Delaware River entlang, um Cape May herum und dann Richtung Norden entlang der Küste von New Jersey. Ein Kanal, der die Flüsse Delaware und Raritan verbinden würde, könnte diese Reise um mehr als 400 Kilometer verkürzen. Wo heute dieses Wasser fließt, begannen 2500 Arbeiter im Jahr 1830 damit, den Delaware and Raritan Kanal auszuheben. Mehr als 70 Kilometer, meist weicheren Marschlandes, lagen vor ihnen. Der Bau des D&R-Kanals war nicht vergleichbar mit dem Kanalbau heute. Die Arbeiter damals hatten nur Spitzhacken, Schaufeln, Schöpfeimer und Lasttiere, aber keine Maschinen. 1834, 4 Jahre nach Arbeitsbeginn, wurde die letzte Schaufel voll gehoben. Das fast 71 Kilometer lange Resultat war etwa 2 Meter tief und circa 22 Meter breit. Und ein sofortiger Erfolg. Der D&R-Kanal war in seiner Blütezeit so wichtig, dass 1866 mehr Waren als auf dem viel bekannteren Erie-Kanal verschifft wurden. Aber bald nach diesem Rekordjahr fiel der D&R-Kanal einem neuen Rivalen zum Opfer. Der Eisenbahn von Pennsylvania. 1871 mietete die Eisenbahngesellschaft den Kanal und übernahm schließlich alle Schiffsladungen mit der wichtigsten Fracht, Kohle. Nach 1893 warf der Kanal nie wieder Profit ab. 1933 gab ihn die Bahngesellschaft auf. Heute wird er als öffentlicher Park genutzt. Als Ergebnis der Schließung des D&R-Kanals müssen Schiffe nun wieder in den Atlantik abdrehen und der Küste von New Jersey von Sandy Hook bis zur Bucht von Manasquan folgen. Der kometenhafte Aufstieg der Eisenbahn hatte nicht nur für den Delaware and Raritan Kanal eine verheerende Wirkung, er machte alle Wasserstraßen der Nation praktisch überflüssig. Die Eisenbahn hatte die Kanalmanie in den Vereinigten Staaten beendet. Dennoch wagten es Unternehmer im 20. Jahrhundert schließlich, die Vision von Albert Gallatin umzusetzen und bauten die 4. und letzte Verbindung der großen Wasserstraße. Doch unabsehbare Probleme taten sich auf. Vor dem Bau des Atlantic Intracoastal Waterway hatten Handelsschiffe vor der Atlantikküste mehr als nur die raue See zu fürchten. Sie mussten auch Attacken verwegener Piraten ins Auge sehen. Doch selbst die Piraten waren in den tückischen Küstengewässern verwundbar. 1718 versenkten heftige Strömungen zwischen den North Carolina vorgelagerten Inseln das Flaggschiff des englischen Piraten Blackbeard.
Kürzlich entdeckten Taucher die Queen Anne's Revenge. Wissenschaftler versuchen nun, das Schiff zu bergen. Wir sind hier in der kleinen Bucht von Beaufort. Hinter mir sehen Sie die Boje, die das Wrack der Queen Anne's Revenge markiert. Die Ausgrabungen rund um dieses 1718 gesunkene Schiff finden in knapp 8 Metern Tiefe statt. Nachdem die Fundstücke an die Oberfläche gebracht sind, müssen sie feucht gehalten werden, um ihre weitere Zersetzung zu vermeiden. Dann werden sie zu einem Labor transportiert, wo sie einem langwierigen Konservierungsprozess unterzogen werden. Bis diese Kanone ins Museum kommt, können 4 bis 6 Jahre vergehen. Aber wenn Sie das mit den fast 300 Jahren vergleichen, die sie auf dem Meeresgrund gelegen hat, ist das gar nicht so schlecht. Piraten wie Blackbeard terrorisierten die Seeleute an der Atlantikküste bis ins 19. Jahrhundert. Später, als der Atlantic Intracoastal Waterway Form annahm, bekamen es die Handelsschiffe mit einer neuen Bedrohung zu tun, mit der Eisenbahn. Diese konnte mit höherer Geschwindigkeit und größerer Transportkapazität aufwarten. Sie stellte damit die Kanäle in den Schatten und gewann im 19. Jahrhundert die Oberhand über die Schifffahrt. Um die Jahrhundertwende aber konnte selbst die Eisenbahn nicht mehr mit dem Tempo der stark expandierenden amerikanischen Wirtschaft mithalten. Einer erkannte jedoch die Bedeutung eines funktionsfähigen Kanalsystems für die boomende Wirtschaft, Präsident Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt startete ab 1900 eine Ära des Fortschritts in den Vereinigten Staaten, die sich besonders auf die Inlandswasserwege auswirkte. 1908 fasste der Kongress 2 Beschlüsse, die das Army Corps of Engineers mit einem Gutachten für eine durchgehende Inlandswasserstraße von Boston bis hinunter nach Key West beauftragten. Als die Ingenieure mit der Durchführung begannen, hatte der Industrielle August Belmont eigene Kanalpläne. Er nahm das letzte Bindeglied der nördlichen Hälfte des Intracoastal Waterway in Angriff, den Cape Cod Kanal. Heute bietet der Cape Cod Kanal ungefähr 20.000 Schiffen pro Jahr eine sichere Passage. Er ist der breiteste Kanal auf Seehöhe weltweit. Verschiedene Schiffe benutzen den Kanal, von kleinen Ausflugsbooten bis zu mächtigen, über 240 Meter langen Handelsschiffen. Schiffe, die den Cape Cod-Kanal in westlicher Richtung durchfahren, gelangen nach New York oder zu südlicheren Punkten der Ostküste wie Philadelphia, Norfolk oder Virginia. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts mussten Schiffe, die den Hafen von Boston verließen, die Spitze von Cape Cod umfahren und durch die Meerenge von Nantucket navigieren, um zu den Häfen der südöstlichen Staaten zu gelangen. Wenn ein Kanal die Landzunge durchtrennen würde, könnten etwa 225 Kilometer der bisherigen Strecke wegfallen. Die Cape Cod Canal Company von August Belmont begann am 19. Juni 1909 mit dem Bau. Chefingenieur William Parsons plante, 2 Bagger einzusetzen, um gleichzeitig von beiden Enden des ungefähr 27 Kilometer langen Kanals aus zu graben. Als sie sich aber aufeinander zubewegten, stießen sie mit voller Wucht auf ein Hindernis. Sie stießen auf enorme Felsbrocken, größer als sie das dort je vermutet hätten. Parsons sagte, dann werden wir diese Felsen eben sprengen. Die Arbeiter kämpften über Monate mit den Felsbrocken, bis Parsons 2 gigantische Schaufelbagger einsetzte, die auch die größten Felsen aus dem Weg räumen konnten. 1914 hatten Parsons Mannschaften mehr als 11 Millionen Kubikmeter Erdreich ausgehoben und die gewaltige Aufgabe war erledigt. Kurz nach Öffnung des Kanals jedoch dämmerte es Parsons, dass die Wasserstraße einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler aufwies. Der erste Unfall im Kanal passierte ungefähr 3 Monate nach der Öffnung. Es gab Probleme, in der engen Rinne zu navigieren. Die Breite von nur rund 30 Metern ließ keine Fehler der Schiffskapitäne zu. Erhöhte Sicherheit könnte nur durch eine Vergrößerung der Wasserstraße garantiert werden.
Die Kanalgesellschaft war jedoch nicht in der Lage, genügend Zoll zu erheben, um diese Verbesserungen zu bezahlen. Hilfe war jedoch nicht weit. Die US-Regierung verabschiedete nach Abschluss ihrer Gutachten offiziell einen weitreichenden Plan für eine durchgehende nationale Wasserstraße entlang der Küste. Sie kaufte den Chesapeake and Delaware-Kanal, den Dismal Swamp-Kanal und seinen Nachbarn den Albemarle and Chesapeake-Kanal. Sie alle wurden dem Army Corps of Engineers unterstellt. 1928 erwarb die Regierung nach langen juristischen Verhandlungen auch den Cape Cod-Kanal, um ihn auszubauen. Sie begannen, den Kanal auf eine Tiefe von fast 10 Metern zu bringen. Er wurde auch auf bis zu 160 Meter verbreitert. Nun war das eine erstklassige Wasserstraße, eine der besten weltweit. Der Cape Cod-Kanal bildete nun mit den drei anderen Kanälen die nördliche Hälfte des staatlichen Atlantic Intracoastal Waterway. Die nächste Herausforderung bestand darin, durch Ausdehnung nach Süden seine Länge zu verdoppeln. Den meisten Amerikanern war nicht bewusst, wie wertvoll eine solche Wasserstraße in einem weltweiten Konflikt sein würde. Der ruhig dahinfließende Verkehr auf dem Intracoastal Waterway heute lässt kaum seine stürmische Geschichte erahnen. In den 1920er Jahren hatten die Bemühungen der Regierung nach über 100 Jahren unkoordinierter Kanalgrabungen schließlich eine Wasserstraße zum Ergebnis, die sich von Massachusetts bis North Carolina erstreckte. Nun war die Regierung bereit, diese zum Wohl der Bevölkerung zu nutzen. Es kam der Regierung vor allem darauf an, eine Inlandswasserstraße zu realisieren, die wie ein Highway öffentlich zugänglich sein würde. Und zwar für immer. Die Regierung versuchte, das Kanalsystem weiter nach Süden auszudehnen. Sie starteten damit in North Carolina, dort, wo der Dismal Swamp-Kanal begonnen hatte. Der Kanal sollte die Buchten von Albemarle und Pamlico unter Einbeziehung von Alligator River und Pango River verbinden. Die Ingenieure ließen Bäume entfernen und benutzten Bagger zur Aushebung der sumpfigen Gebiete, die die beiden Flüsse voneinander trennten. Nach der Entfernung der Erde brachten Schaufelbagger die Kanalrinne auf eine Mindesttiefe von etwa 2,5 Metern. Dieser 24 Kilometer lange als Alligator and Pango Kanal bekannte Abschnitt erspart Seeleuten ungefähr 80 Kilometer. Das Army Corps of Engineers setzte seinen Vorstoß nach Süden fort, indem es Flüsse ausbaggerte und mehrere zusätzliche Kanäle graben ließ. 1935 hatte es den nationalen Wasserweg bis zur Grenze von South Carolina ausgedehnt. Von dort aus galt es, eine 72 Kilometer lange Inlandsverbindung vom Little River bis zur Winya Bay herzustellen. Sie versuchten, den natürlichen Flussläufen so weit wie möglich zu folgen. In südlicher Richtung beim Little River, in nördlicher Richtung beim Socrates Creek. Um die beiden Flüsse zu verbinden, mussten sich Arbeiter durch 32 Kilometer hochgelegenes Gelände und durch Gestein aus der Kreidezeit graben. Es geht mit dem Steilufer am Rand los. Dann verjüngt sich das Flussbett und man muss durch eine Felskante hindurch. Dann geht es 3,5 Meter tiefer durch ganz hartes Gestein. Da muss man sprengen und dann das Geröll abtransportieren. "1936 wurde der heute als Pine Island Cut bekannte Teil des Wasserweges abgeschlossen. Dann ging es weiter. Von Winya Bay zum St. Johns River wurden Bagger benutzt, um die natürliche Rinne auszuweiten und den Kanal durch Georgia hindurch bis nach Jacksonville in Florida weiter voranzutreiben. Ihr Ziel war Miami, aber das Vorankommen wurde von Seiten der Politik verzögert. 1881 entstand in St. Augustine eine private Kanalgesellschaft namens Florida Coastline Canal and Transportation Company. Von 1881 bis 1912 verband diese Firma diverse Flüsse, Buchten und Lagunen entlang der Ostküste Floridas.
Der Kongress verlangte vom Bundesstaat Florida, seinen Teil am Intracoastal Waterway zu erwerben und in der Regierung kostenlos zur Verfügung zu stellen, um diesen Teil im Gegenzug zu vergrößern und instand zu halten. Von 1929 bis 1935 vertiefte und verbreiterte das Army Corps in Florida eine Reihe von Flüssen und Lagunen und verband so Jacksonville mit Miami. Dann wurde der Kanal in südlicher Richtung bis zu den Florida Keys ausgedehnt. Als 1936 die Saucastee-Brücke in South Carolina eingeweiht wurde, war der über 3200 Kilometer lange Atlantic Intracoastal Waterway endlich Realität. Eine Ansammlung von Kanälen, die in den letzten 150 Jahren gebaut, verbunden und ausgedehnt wurden, formte jetzt entlang der amerikanischen Ostküste einen Wasserhighway der Superlative. Die neue Inlandspassage beschleunigte nicht nur die Auslieferung von Waren, sie ermöglichte auch der gebeutelten Schifffahrtindustrie Einsparungen bei den Treibstoffkosten in Millionenhöhe. Während des Zweiten Weltkrieges half der Intracoastal Waterway zudem dabei, Menschenleben zu retten. Amerikanische Versorgungsschiffe und Truppentransporter auf dem Weg nach Europa folgten der schnellsten Route entlang der Ostküste der USA bis New Brunswick, bevor sie in den offenen Atlantik fuhren. Das machte sie zur leichten Beute für deutsche U-Boote, die vor der Küste lauerten. Es war wie Scheibenschießen. Niemand in den USA schaltete damals das Licht aus. Die U-Boote konnten die Silhouette der Schiffe leicht ausmachen und sie ohne Schwierigkeiten versenken. Während der ersten 6 Monate des Jahres 1942 versenkten U-Boote fast 400 US-Schiffe. Daher minimierten Handelsschiffe und die Marine ihre Präsenz auf dem Ozean, indem sie den Intracoastal Waterway benutzten. Seine Kanäle waren zu flach und zu eng für U-Boote. Die US-Schiffe konnten damit sicher in nördlicher Richtung bis zum Cape Cod-Kanal fahren. Von dort aus konnten sie in geschützten Konvois in den Atlantik fahren. Der Kanal wurde täglich von Konvois befahren. Ich lebte damals direkt am Kanaldamm. Die Konvois hielten einen Abstand von etwa 1,8 Kilometern und kamen alle 8 bis 10 Minuten. Nachdem der Wasserweg den Verlauf des Krieges stark beeinflusst hatte, verhalf er Amerika in den folgenden Jahrzehnten zu weiterem Wachstum. Das Army Corps of Engineers wartete den Waterway pflichtbewusst und hatte 1979 an die 250 Instandhaltungsprojekte abgeschlossen. Seit den 1990er Jahren hat sich die Förderung seitens der Regierung für die südliche Hälfte des Kanalsystems dramatisch vermindert. Heute bedrohen natürliche Kräfte die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit des Wasserweges. Der Atlantic Intracoastal Waterway verbindet heute die amerikanische Ostküste von Boston in Massachusetts bis nach Key West in Florida. Es überrascht daher nicht, dass er heute zwei ganz unterschiedliche Gesichter zeigt. Im Norden geprägt von den großen Städten und eher von bodenständigem Charakter im Süden. In den vergangenen Jahren hat sich die Zukunft des südlichen Teils durch die Kürzung der Mittel zur Instandhaltung etwas verdüstert. Es konnten sich Ablagerungen am Boden des Kanals bilden. Diese drohen, Teile der Wasserstraße unpassierbar zu machen. Der Kongress bewilligt nur widerwillig die Mittel, die nach Ansicht der meisten zur Instandhaltung des Waterway nötig sind. Vor allem was Breite und Tiefe angeht. Kontrollschiffe überwachen den Zustand der Kanäle, der sich fortwährend verschlechtert. Wir benutzen ein GPS, Global Positioning System, um die genaue Position unseres Schiffs auszumachen. Wir haben ein Echolot, das auf 2 Frequenzen funktioniert, um die Tiefe zu bestimmen, und wir haben Kompensatoren, die Winkel, Abstand und Neigung messen. Nachdem die Ingenieure einen Abschnitt untersucht haben, geben sie die Daten weiter und veröffentlichen sie im Internet. Wenn ein Teil des Kanals verstopft oder zu seicht ist, wird die Küstenwache alarmiert. Die örtlichen Stationen der Küstenwache übernehmen die Feinsteuerung. Sie bekommen unsere Gutachten und entscheiden dann, wo sie Bojen platzieren. Die Gutachten bestimmen auch, wo von der Regierung finanzierte Baggerarbeiten notwendig sind.
Dieses Projekt hier zur Uferbegradigung ist privat finanziert. Technik und Vorgehen sind aber gleich. Was Sie hier sehen, ist ein Pipeline-Bagger mit einer 40 cm Ruhrleitung. Er wird für das Ausbaggern im ganzen Intracoastal Waterway genutzt. Diese Ruhrleitung hat ein Fallreep bis nach unten ins Wasser und an dessen Ende befindet sich ein Bohrkopf. Dieser Bohrer funktioniert wie eine Mischerschaufel und gräbt sich sehr langsam in den Boden. Der Schlamm wird von einem Vakuum weggezogen und durch die Ruhrleitung auf Deponien abgepumpt. Out to the disposal area. Das Army Corps of Engineers ist verantwortlich für den Unterhalt des Kanalsystems. Bei einer Tiefe von 3,7 Metern. Mit dem fortlaufenden Rückgang der Regierungsgelder für die Bagger nehmen die Ablagerungen in den Fahrrinnen zu und behindern den kommerziellen Verkehr. Schwer beladene Schiffe vermeiden die seichteren Kanäle aus Angst, dort auf Grund zu laufen. Es ist eine ganze Reihe von Firmen pleite gegangen. In den vergangenen 3 Tagen habe ich nur einen Schlepper hier durchgefahren. Früher waren das 2 bis 3 am Tag. Es würde 10 bis 12 Millionen Dollar pro Jahr kosten, den Kanal in North Carolina wieder auf die volle Kapazität zu bringen. Aber es gibt ein Dilemma. Die US-Regierung verteilt ihre Förderung basierend auf der Frachtmenge, die den Waterway jährlich passiert. Da zunehmend weniger Handelsschiffe sicher im südlichen Teil der Wasserstraße navigieren können, werden auch zunehmend weniger Gelder bewilligt. Floridas Teil des Intracoastal Waterway ist die einzige Ausnahme. Bekannt als Bootsmetropole der Nation, verwendet Florida einen Teil seiner Steuereinnahmen zum Erhalt der Wasserstraße. Die anderen Staaten des Südens sind von den Plänen der Staatsregierung abhängig. Mit mehr Förderung könnten wir die maximale Tiefe von fast 6 Metern erhalten. Das müsste dann aber auf dem gesamten Intracoastal Waterway gleich sein. Nur eine flachere Stelle und keiner kommt mehr durch nach South Carolina, Georgia oder in die andere Richtung nach North Carolina. Obwohl die Zukunft des Intracoastal Waterway südlich von Virginia unsicher scheint, floriert seine nördliche Hälfte als vitale Lebensader für den Handel. Flugzeuge, Züge und Autos mögen Güter schneller transportieren. Diese Expresswasserstraße erinnert uns aber daran, dass der Puls von Amerikas Wirtschaft auch immer noch auf den ruhigen Kanälen zu spüren ist. Der als öffentlicher Park genutzt. Als Ergebnis der Schließung des D&R-Kanals müssen Schiffe nun wieder in den Atlantik abdrehen und der Küste von New Jersey von Sandy Hook bis zur Bucht von Manasquan folgen. Der kometenhafte Aufstieg der Eisenbahn hatte nicht nur für den Delaware and Raritan-Kanal eine verheerende Wirkung, er machte alle Wasserstraßen der Nation praktisch überflüssig. Die Eisenbahn hatte die Kanalmanie in den Vereinigten Staaten beendet. Dennoch wagten es Unternehmer im 20. Jahrhundert schließlich, die Vision von Albert Gallatin umzusetzen und bauten die 4. und letzte Verbindung der großen Wasserstraße. Doch unabsehbare Probleme taten sich auf. Vor dem Bau des Atlantic Intracoastal Waterway hatten Handelsschiffe vor der Atlantikküste mehr als nur die raue See zu fürchten. Sie mussten auch Attacken verwegener Piraten ins Auge sehen. Doch selbst die Piraten waren in den tückischen Küstengewässern verwundbar. 1718 versenkten heftige Strömungen zwischen den North Carolina vorgelagerten Inseln das Flaggschiff des englischen Piraten Blackbeard. Kürzlich entdeckten Taucher die Queen Anne's Revenge. Wissenschaftler versuchen nun, das Schiff zu bergen. Wir sind hier in der kleinen Bucht von Beaufort. Hinter mir sehen Sie die Boje, die das Wrack der Queen Anne's Revenge markiert. Die Ausgrabungen rund um dieses 1718 gesunkene Schiff finden in knapp 8 Metern Tiefe statt.
Nachdem die Fundstücke an die Oberfläche gebracht sind, müssen sie feucht gehalten werden, um ihre weitere Zersetzung zu vermeiden. Dann werden sie zu einem Labor transportiert, wo sie einem langwierigen Konservierungsprozess unterzogen werden. Bis diese Kanone ins Museum kommt, können 4 bis 6 Jahre vergehen. Aber wenn Sie das mit den fast 300 Jahren vergleichen, die sie auf dem Meeresgrund gelegen hat, ist das gar nicht so schlecht. Piraten wie Blackbeard terrorisierten die Seeleute an der Atlantikküste bis ins 19. Jahrhundert. Später, als der Atlantic Intracoastal Waterway Form annahm, bekamen es die Handelsschiffe mit einer neuen Bedrohung zu tun, mit der Eisenbahn. Diese konnte mit höherer Geschwindigkeit und größerer Transportkapazität aufwarten. Sie mussten auch Attacken verwegener Piraten ins Auge sehen. Doch selbst die Piraten waren in den tückischen Küstengewässern verwundbar. 1718 versenkten heftige Strömungen zwischen den North Carolina vorgelagerten Inseln das Flaggschiff des englischen Piraten Blackbeard. Kürzlich entdeckten Taucher die Queen Anne's Revenge. Wissenschaftler versuchen nun, das Schiff zu bergen. Wir sind hier in der kleinen Bucht von Beaufort. Hinter mir sehen Sie die Boje, die das Wrack der Queen Anne's Revenge markiert. Die Ausgrabungen rund um dieses 1718 gesunkene Schiff finden in knapp 8 Metern Tiefe statt. Nachdem die Fundstücke an die Oberfläche gebracht sind, müssen sie feucht gehalten werden, um ihre weitere Zersetzung zu vermeiden. Dann werden sie zu einem Labor transportiert, wo sie einem langwierigen Konservierungsprozess unterzogen werden. Bis diese Kanone ins Museum kommt, können 4 bis 6 Jahre vergehen. Aber wenn Sie das mit den fast 300 Jahren vergleichen, die sie auf dem Meeresgrund gelegen hat, ist das gar nicht so schlecht. Piraten wie Blackbeard terrorisierten die Seeleute an der Atlantikküste bis ins 19. Jahrhundert. Später, als der Atlantic Intracoastal Waterway Form annahm, bekamen es die Handelsschiffe mit einer neuen Bedrohung zu tun, mit der Eisenbahn. Diese konnte mit höherer Geschwindigkeit und größerer Transportkapazität aufwarten. Sie stellte damit die Kanäle in den Schatten und gewann im 19. Jahrhundert die Oberhand über die Schifffahrt. Um die Jahrhundertwende aber konnte selbst die Eisenbahn nicht mehr mit dem Tempo der stark expandierenden amerikanischen Wirtschaft mithalten. Einer erkannte jedoch die Bedeutung eines funktionsfähigen Kanalsystems für die boomende Wirtschaft, Präsident Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt startete ab 1900 eine Ära des Fortschritts in den Vereinigten Staaten, die sich besonders auf die Inlandswasserwege auswirkte. 1908 fasste der Kongress 2 Beschlüsse, die das Army Corps of Engineers mit einem Gutachten für eine durchgehende Inlandswasserstraße von Boston bis hinunter nach Key West beauftragten. Als die Ingenieure mit der Durchführung begannen, hatte der Industrielle August Belmont eigene Kanalpläne. Er nahm das letzte Bindeglied der nördlichen Hälfte des Intracoastal Waterway in Angriff, den Cape Cod Kanal. Und öden Sumpf durchquerte, gänzlich ungeeignet für tierisches oder gar menschliches Leben. Das ist wohl hängen geblieben. Er war zwar trostlos, doch der Dismal Swamp hatte auch einen Vorteil. 3 Jahrzehnte zuvor hatten ihn Landvermesser sorgfältig kartografiert. Einer dieser Landvermesser war der ehrgeizige Kolonist George Washington. Was ich hier habe, ist ein Landvermesserkompass mit einem sogenannten Jakobsstab, wie ihn wahrscheinlich auch George Washington benutzt hat. Der Jakobsstab wird fest in den Boden gesteckt, dann wird der Kompass montiert und angeglichen. Sobald der Landvermesser bereit war, konnte er seine Basislinien durch die seitlichen Arme anvisieren und dann die Richtung am Zeiger des Kompasses ablesen.
Nach der Ausrichtung des Kompass maßen zwei Helfer mit einer etwa 9 Meter langen Kette die Distanz von einem Punkt zum anderen. Dann gingen die Männer mit der Kette voraus und markierten immer wieder den Punkt am Boden. Für Washington und seine Landvermesser bedeutete das 111 Messungen mit besagter Kette, um auf rund einen Kilometer zu kommen. Aber Washington hatte größere Pläne, als nur diesen Sumpf zu vermessen. Obwohl viele das Gelände unwirtlich fanden, vermutete er unter dem trüben Wasser des Sumpfes fruchtbaren Boden für die Landwirtschaft. 1763 half Washington dabei, eine Firma namens Abenteurer für die Trockenlegung des Sumpfes zu gründen. Von Dismal Town aus wollte seine Firma den Sumpf trockenlegen und kultivieren. Sie fragten sich also, wohin mit dem Wasser, und ein Graben wurde angelegt, um einen Abfluss zu schaffen. Washingtons Graben existiert noch immer, aber diese und andere Entwässerungsstrategien konnten den Sumpf nie schneller austrocknen, als die Natur ihn wieder auffüllte. Schlussendlich gab Washington sein Projekt auf. Dreißig Jahre später, 1793, erhoffte man sich einen glücklicheren Ausgang. Der neue Kanal sollte an der Mündung des Elizabeth River in Virginia starten, dann 35 Kilometer dicht bewaldeten Sumpf durchqueren und schließlich in die Meerenge von Albemarle in North Carolina fließen. Mithilfe des Kanals wollte man Handelsschiffe anlocken, die eine sichere Alternative zu den gefürchteten Gewässern vor den Kaps suchten. Es war vorgesehen, dass jedes Schiff eine Gebühr für die Benutzung zahlen musste. Rainer, Cape Fear, Cape Lookout und Cape Hatteras, das unter Seeleuten auch Friedhof des Atlantiks genannt wurde. Seefahrer hatten damals weder eine verlässliche Route nach Norden noch zu den Staaten im Süden. Es musste erst ein Inlandskanal gebaut werden, um den Ozean zu umfahren. 1792 versprach eine Firma aus North Carolina, dies zu tun. Ihre Route kreuzte jedoch eine unwirtliche Sumpfgegend mit dem unheilvollen Namen Great Dismal Swamp. Niemand weiß genau, wie der Sumpf zu seinem Namen kam. Der erste schriftliche Eintrag im Tagebuch von Colonel William Byrd schildert, wie er einen 15 Meilen breiten, düsteren und öden Sumpf durchquerte, gänzlich ungeeignet für tierisches oder gar menschliches Leben. Das ist wohl hängen geblieben. Er war zwar trostlos, doch der Dismal Swamp hatte auch einen Vorteil. Drei Jahrzehnte zuvor hatten ihn Landvermesser sorgfältig kartografiert. Einer dieser Landvermesser war der ehrgeizige Kolonist George Washington. Was ich hier habe, ist ein Landvermesserkompass mit einem sogenannten Jakobsstab, wie ihn wahrscheinlich auch George Washington benutzt hat. Der Jakobsstab wird fest in den Boden gesteckt, dann wird der Kompass montiert und angeglichen. Sobald der Landvermesser bereit war, konnte er seine Basislinien durch die seitlichen Arme anvisieren und dann die Richtung am Zeiger des Kompasses ablesen. Nach der Ausrichtung des Kompass maßen zwei Helfer mit einer etwa 9 Meter langen Kette die Distanz von einem Punkt zum anderen. Dann gingen die Männer mit der Kette voraus und markierten immer wieder den Punkt am Boden. Für Washington und seine Landvermesser bedeutete das 111 Messungen mit besagter Kette, um auf rund einen Kilometer zu kommen. Aber Washington hatte größere Pläne, als nur diesen Sumpf zu vermessen. Obwohl viele das Gelände unwirtlich fanden, vermutete er unter dem trüben Wasser des Sumpfes fruchtbaren Boden für die Landwirtschaft. 1763 half Washington dabei, eine Firma namens Abenteurer für die Trockenlegung des Sumpfes zu gründen. Von Dismal Town aus wollte seine Firma den Sumpf trockenlegen und kultivieren. Sie fragten sich also, wohin mit dem Wasser, und ein Graben wurde angelegt, um einen Abfluss zu schaffen.
Washingtons Graben existiert noch immer, aber diese und andere Entwässerungsstrategien konnten den Sumpf nie schneller austrocknen. In der Bay zum St. Johns River wurden Bagger benutzt, um die natürliche Rinne auszuweiten und den Kanal durch Georgia hindurch bis nach Jacksonville in Florida weiter voranzutreiben. Ihr Ziel war Miami, aber das Vorankommen wurde von Seiten der Politik verzögert. 1881 entstand in St. Augustine eine private Kanalgesellschaft namens Florida Coastline Canal and Transportation Company. Von 1881 bis 1912 verband diese Firma diverse Flüsse, Buchten und Lagunen entlang der Ostküste Floridas. Der Kongress verlangte vom Bundesstaat Florida, seinen Teil am Intracoastal Waterway zu erwerben und in der Regierung kostenlos zur Verfügung zu stellen, um diesen Teil im Gegenzug zu vergrößern und instand zu halten. Von 1929 bis 1935 vertiefte und verbreiterte das Army Corps in Florida eine Reihe von Flüssen und Lagunen und verband so Jacksonville mit Miami. Dann wurde der Kanal in südlicher Richtung bis zu den Florida Keys ausgedehnt. Als 1936 die Saucastee-Brücke in South Carolina eingeweiht wurde, war der über 3200 Kilometer lange Atlantic Intracoastal Waterway endlich Realität. Eine Ansammlung von Kanälen, die in den letzten 150 Jahren gebaut, verbunden und ausgedehnt wurden, formte jetzt entlang der amerikanischen Ostküste einen Wasserhighway der Superlative. Die neue Inlandspassage beschleunigte nicht nur die Auslieferung von Waren, sie ermöglichte auch der gebeutelten Schifffahrtindustrie Einsparungen bei den Treibstoffkosten in Millionenhöhe. Während des Zweiten Weltkrieges half der Intracoastal Waterway zudem dabei, Menschenleben zu retten. Amerikanische Versorgungsschiffe und Truppentransporter auf dem Weg nach Europa folgten der schnellsten Route entlang der Ostküste der USA bis New Brunswick, bevor sie in den offenen Atlantik fuhren. Das machte sie zur leichten Beute für deutsche U-Boote, die vor der Küste lauerten. Es war wie Scheibenschießen. Niemand in den USA schaltete damals das Licht aus. Die U-Boote konnten die Silhouette der Schiffe leicht ausmachen und sie ohne Schwierigkeiten versenken. Während der ersten 6 Monate des Jahres 1942 versenkten U-Boote fast 400 US-Schiffe. Daher minimierten Handelsschiffe und die Marine ihre Präsenz auf dem Ozean, indem sie den Intracoastal Waterway benutzten. Seine Kanäle waren zu flach und zu eng für U-Boote. Die US-Schiffe konnten damit sicher in nördlicher Richtung bis zum Cape Cod-Kanal fahren. Von dort aus konnten sie in geschützten Konvois in den Atlantik fahren. Der Kanal wurde täglich von Konvois befahren. Ich lebte damals direkt am Kanaldamm. Die Konvois hielten 1,80 Meter. Unter den ersten Transportgütern waren auch Dachschindeln aus dem Holz der Sumpfbäume. Dachschindeln gingen hier in ganzen Schiffladungen raus, meist in die Städte im Norden wie Baltimore, New York und Philadelphia. Dort wurden sie für Dach- und Hausverkleidungen benutzt. Der Kanal florierte 30 Jahre lang, aber in den 1850er Jahren, als die Dampfkraft in die Jahre gekommen war, flaute der Handelsverkehr ab. Dampfbetriebene Schlepper und Schiffe konnten zwar mehr Lasten befördern, brachten größeren Profit, hatten aber auch einen größeren Tiefgang. Darauf lieferte der Dismal-Swamp-Kanal keine Antworten. 1856 ging eine konkurrierende Firma in die Offensive. Die sogenannte Albemarle und Chesapeake Canal Company begann mit Arbeiten auf einer Route parallel zum Dismal-Swamp-Kanal. Dampfbetriebene Bagger gruben tiefere Kanäle für die größeren Schiffe. Nach 3 Jahren Bauzeit wurde der Albemarle und Chesapeake-Kanal 1859 eröffnet. Bis heute wird er von Handelsschiffen befahren, während der Dismal-Swamp-Kanal nur noch Erholungszwecken dient. Der endgültige Misserfolg des Dismal-Swamp-Kanals brachte einige Privatunternehmen dazu, das Schaufeln aufzugeben. Aber ein anderer Kanal weiter im Norden brachte andere dazu, erneut zu graben. Der Erie-Kanal, der in jeder Hinsicht unerhört profitabel war, ließ einige Privatunternehmen wieder in Kanäle investieren, obwohl die US-Regierung sich überhaupt nicht für die Wasserstraßen engagierte. Die
Der Erie-Kanal, der Albany mit Buffalo im Staat New York verbindet, entfachte eine regelrechte Kanalmanie. In dieser Zeit wurden unzählige Kanäle in den USA gebaut. Obwohl die Staatsregierung Albert Gallatins Vorschlag für einen Inlandswasserweg entlang der Atlantikküste vereitelt hatte, versuchten bald ambitionierte Geschäftsleute, auch noch die drei fehlenden Kanäle zu realisieren, die er einst im Sinn gehabt hatte. Der Chesapeake and Delaware Kanal teilt die Staaten Delaware und Maryland und ist der älteste Kanal des Intracoastal Waterway, der durchgehend genutzt wurde. Damit dient er der Schifffahrt seit über 150 Jahren. Der C&D-Kanal ist die Hauptverbindung zwischen der Delaware und der Chesapeake-Bucht. Das meiste Benzin für die Ostküste der USA kommt durch diesen Kanal. Mehr als 11.000 Handelsschiffe fahren jährlich unter den wachsamen Augen des Schiffsverkehrsleiters hier durch den Kanal. Ich bin für die Kontrolle des Verkehrs. Jahre immer wieder unterbrochener Bemühungen ergaben einen 35 Kilometer langen, weniger als 5 Meter breiten und nur 45 Zentimeter tiefen Kanal. Das war immerhin genug für Lastkähne ohne großen Tiefgang, also wurde der Kanal 1805 eröffnet. Der geringen Tiefe und den deshalb unbefriedigenden Gewinnen des Kanals zum Trotz sah eine einflussreiche Person hier ein großes Potenzial. Amerikas Finanzminister Albert Gallatin. Er erklärte, dass ein Kanalsystem der Schlüssel für eine gesunde Wirtschaft wäre. Gallatin hatte beobachtet, dass von Boston bis Beaufort in North Carolina lediglich 4 Landzungen einer weiterführenden Inlandswasserstraße im Weg waren. Cape Cod in New Jersey, das Land zwischen Raritan und Delaware River, die Halbinsel zwischen Delaware River und Chesapeake Bay und das Marschland des Dismal-Sumpfs. Wenn Kanäle durch diese Landzungen gebaut würden und der Dismal-Swamp-Kanal einbezogen werden könnte, bekäme Amerika eine Inlandspassage, die fast halb so lang wie die gesamte Ostküste wäre. Er hatte im Gefühl, dass mit einem perfekten Transportweg von A nach B das Land und sein Wohlstand wachsen und Amerika erheblich gestärkt werden würde. Trotz dieser guten Aussichten hatte Gallatin einen ernstzunehmenden politischen Gegner in Präsident Thomas Jefferson. Thomas Jefferson war ein Gegner des Föderalismus. Er war gegen die Förderung von Straßen und Kanälen in den Bundesstaaten auf Kosten der Staatskasse. Es mussten 2 Jahrzehnte vergehen, bis sich der politische Wind drehte. Auch wenn Gallatins Plan nicht umgesetzt wurde, setzte der Staat Arbeitskräfte ein, um den Dismal-Swamp-Kanal zu vergrößern. Sie verbreiterten mit ihren Handwerkzeugen den Kanal auf 12 Meter und vertieften ihn auf 1,80 Meter. Unter den ersten Transportgütern waren auch Dachschindeln aus dem Holz der Sumpfbäume. Dachschindeln gingen hier in ganzen Schiffladungen raus, meist in die Städte im Norden wie Baltimore, New York und Philadelphia. Dort wurden sie für Dach- und Hausverkleidungen benutzt. Der Kanal florierte 30 Jahre lang, aber in den 1850er Jahren, als die Dampfkraft in die Jahre gekommen war, flaute der Handelsverkehr ab. Dampfbetriebene Schlepper und Schiffe konnten zwar mehr Lasten befördern, brachten größeren Profit, hatten aber auch einen größeren Tiefgang. Darauf lieferte der Dismal-Swamp-Kanal keine Antworten. 1856 ging eine konkurrierende Firma in die Offensive. Die sogenannte Albemarle und Chesapeake Canal Company begann mit Arbeiten auf einer Route parallel zum Dismal-Swamp-Kanal. Parsons 2 gigantische Schaufelbagger einsetzte, die auch die größten Felsen aus dem Weg räumen konnten. 1914 hatten Parsons Mannschaften mehr als 11 Millionen Kubikmeter Erdreich ausgehoben und die gewaltige Aufgabe war erledigt. Kurz nach Öffnung des Kanals jedoch dämmerte es Parsons, dass die Wasserstraße einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler aufwies. Der erste Unfall im Kanal passierte ungefähr 3 Monate nach der Öffnung. Es gab Probleme, in der engen Rinne zu navigieren. Die Breite von nur rund 30 Metern ließ keine Fehler der Schiffskapitäne zu. Erhöhte Sicherheit könnte nur durch eine Vergrößerung der Wasserstraße garantiert werden.
Die Kanalgesellschaft war jedoch nicht in der Lage, genügend Zoll zu erheben, um diese Verbesserungen zu bezahlen. Hilfe war jedoch nicht weit. Die US-Regierung verabschiedete nach Abschluss ihrer Gutachten offiziell einen weitreichenden Plan für eine durchgehende nationale Wasserstraße entlang der Küste. Sie kaufte den Chesapeake and Delaware Kanal, den Dismal Swamp Kanal und seinen Nachbarn den Albemarle and Chesapeake Kanal. Sie alle wurden dem Army Corps of Engineers unterstellt. 1928 erwarb die Regierung nach langen juristischen Verhandlungen auch den Cape Cod Kanal, um ihn auszubauen. Sie begannen, den Kanal auf eine Tiefe von fast 10 Metern zu bringen. Er wurde auch auf bis zu 160 Meter verbreitert. Nun war das eine erstklassige Wasserstraße, eine der besten weltweit. Der Cape Cod Kanal bildete nun mit den drei anderen Kanälen die nördliche Hälfte des staatlichen Atlantic Intracoastal Waterway. Die nächste Herausforderung bestand darin, durch Ausdehnung nach Süden seine Länge zu verdoppeln. Den meisten Amerikanern war nicht bewusst, wie wertvoll eine solche Wasserstraße in einem weltweiten Konflikt sein würde. Der ruhig dahinfließende Verkehr auf dem Intracoastal Waterway heute lässt kaum seine stürmische Geschichte erahnen. In den 1920er Jahren hatten die Bemühungen der Regierung nach über 100 Jahren unkoordinierter Kanalgrabungen schließlich eine Wasserstraße zum Ergebnis, die sich von Massachusetts bis North Carolina erstreckte. Nun war die Regierung bereit, diese zum Wohl der Bevölkerung zu nutzen. Es kam der Regierung vor allem darauf an, eine Inlandswasserstraße zu realisieren, die wie ein Highway öffentlich zugänglich sein würde. Und zwar für immer. Trotz dieser guten Aussichten hatte Gallatin einen ernstzunehmenden politischen Gegner in Präsident Thomas Jefferson. Thomas Jefferson war ein Gegner des Föderalismus. Er war gegen die Förderung von Straßen und Kanälen in den Bundesstaaten auf Kosten der Staatskasse. Es mussten zwei Jahrzehnte vergehen, bis sich der politische Wind drehte. Auch wenn Gallatins Plan nicht umgesetzt wurde, setzte der Staat Arbeitskräfte ein, um den Dismal Swamp-Kanal zu vergrößern. Sie verbreiterten mit ihren Handwerkzeugen den Kanal auf 12 Meter und vertieften ihn auf 1,80 Meter. Unter den ersten Transportgütern waren auch Dachschindeln aus dem Holz der Sumpfbäume. Dachschindeln gingen hier in ganzen Schiffladungen raus, meist in die Städte im Norden wie Baltimore, New York und Philadelphia. Dort wurden sie für Dach- und Hausverkleidungen benutzt. Der Kanal florierte 30 Jahre lang, aber in den 1850er Jahren, als die Dampfkraft in die Jahre gekommen war, flaute der Handelsverkehr ab. Dampfbetriebene Schlepper und Schiffe konnten zwar mehr Lasten befördern, brachten größeren Profit, hatten aber auch einen größeren Tiefgang. Darauf lieferte der Dismal Swamp Kanal keine Antworten. 1856 ging eine konkurrierende Firma in die Offensive. Die sogenannte Albemarle und Chesapeake Canal Company begann mit Arbeiten auf einer Route parallel zum Dismal Swamp Kanal. Dampfbetriebene Bagger gruben tiefere Kanäle für die größeren Schiffe. Nach drei Jahren Bauzeit wurde der Albemarle und Chesapeake Kanal 1859 eröffnet. Bis heute wird er von Handelsschiffen befahren, während der Dismal Swamp Kanal nur noch Erholungszwecken dient. Der endgültige Misserfolg des Dismal Swamp Kanals brachte einige Privatunternehmen dazu, das Schaufeln aufzugeben. Aber ein anderer Kanal weiter im Norden brachte andere dazu, erneut zu graben. Der Erie-Kanal, der in jeder Hinsicht unerhört profitabel war, ließ einige Privatunternehmen wieder in Kanäle investieren, obwohl die US-Regierung sich überhaupt nicht für die Wasserstraßen engagierte. Der Erie-Kanal, der Albany mit Buffalo im Staat New York verbindet, entfachte eine regelrechte Kanalmanie. In dieser Zeit wurden unzählige Kanäle in den USA gebaut.
Obwohl die Staatsregierung Albert Gallatins Vorschlag für einen Inlandswasserweg entlang der Atlantikküste vereitelt hatte, versuchten bald ambitionierte Geschäftsleute, auch noch die drei fehlenden Kanäle zu realisieren, die er einst im Sinn gehabt hatte. Gelangen nach New York oder zu südlicheren Punkten der Ostküste wie Philadelphia, Norfolk oder Virginia. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts mussten Schiffe, die den Hafen von Boston verließen, die Spitze von Cape Cod umfahren und durch die Meerenge von Nantucket navigieren, um zu den Häfen der südöstlichen Staaten zu gelangen. Wenn ein Kanal die Landzunge durchtrennen würde, könnten etwa 225 Kilometer der bisherigen Strecke wegfallen. Die Cape Cod Canal Company von August Belmont begann am 19. Juni 1909 mit dem Bau. Chefingenieur William Parsons plante, zwei Bagger einzusetzen, um gleichzeitig von beiden Enden des ungefähr 27 Kilometer langen Kanals auszugraben. Als sie sich aber aufeinander zubewegten, stießen sie mit voller Wucht auf ein Hindernis. Sie stießen auf enorme Felsbrocken, größer als sie das dort je vermutet hätten. Parsons sagte, dann werden wir diese Felsen eben sprengen. Die Arbeiter kämpften über Monate mit den Felsbrocken, bis Parsons zwei gigantische Schaufelbagger einsetzte, die auch die größten Felsen aus dem Weg räumen konnten. 1914 hatten Parsons Mannschaften mehr als 11 Millionen Kubikmeter Erdreich ausgehoben und die gewaltige Aufgabe war erledigt. Kurz nach Öffnung des Kanals jedoch dämmerte es Parsons, dass die Wasserstraße einen schwerwiegenden Konstruktionsfehler aufwies. Der erste Unfall im Kanal passierte ungefähr 3 Monate nach der Öffnung. Es gab Probleme, in der engen Rinne zu navigieren. Die Breite von nur rund 30 Metern ließ keine Fehler der Schiffskapitäne zu. Erhöhte Sicherheit könnte nur durch eine Vergrößerung der Wasserstraße garantiert werden. Die Kanalgesellschaft war jedoch nicht in der Lage, genügend Zoll zu erheben, um diese Verbesserungen zu bezahlen. Hilfe war jedoch nicht weit. Die US-Regierung verabschiedete nach Abschluss ihrer Gutachten offiziell einen weitreichenden Plan für eine durchgehende nationale Wasserstraße entlang der Küste. Sie kaufte den Chesapeake and Delaware-Kanal, den Dismal Swamp-Kanal und seinen Nachbarn den Albemarle and Chesapeake-Kanal. Sie alle wurden dem Army Corps of Engineers unterstellt. 1928 erwarb die Regierung nach langen juristischen Verhandlungen auch den Cape Cod-Kanal, um ihn auszubauen. Sie begannen, den Kanal auf eine Tiefe von fast 10 Metern zu bringen. Er wurde auch auf bis zu 160 Meter verbreitert. Nun war das eine erstklassige Wasserstraße, eine der besten weltweit.